Willkommen zu einem Aktionär TV Interview. Bei uns stehen jetzt die Devisenmärkte auf dem Tableau und auf diese blicke ich zusammen mit Frank Wiedemann von Flatex. Schönen guten Tag, Herr Wiedemann. Wir starten mal in Großbritannien. Da ist und war ja der Rücktritt von zwei zentralen Politikern momentan ein ganz großes Thema. Wie hat denn das Pfund darauf reagiert? Ja, es gab schon größere Kursbewegungen jetzt am gestrigen Tag. Zuerst kam die Meldung, dass der Brexit-Minister Davies zurücktreten wird. Das hat quasi noch ein Stück weit das britische Pfund unterstützt. Es ging entsprechend nach oben, weil man dann dachte, okay, jetzt ist vielleicht ein Hardliner weniger in der Regierung und der etwas softere Kurs von Theresa May wird wahrscheinlicher, als dann daraufhin aber auch Boris Johnson, der Außenminister, zurückgetreten ist, also auch ein Hardliner sozusagen. Dann war das doch ein bisschen zu viel des Guten. Hatte man gesagt, okay, wenn sich die Hardliner zusammentun, dann könnte es vielleicht auch wieder Druck oder größeren Druck als den, das es schon gibt, auf die Regierung bringen, vielleicht auch eine Opposition innerhalb der Regierung, vielleicht auch mit irgendwann Neuwahlen, wer weiß. Und das führte dazu, dass das Pfund dann entsprechend wieder unter Druck kam. Man sieht es hier an der Kursentwicklung vom britischen Pfund zum US-Dollar. Es ging also erstmal nach oben für das britische Pfund, um dann gegen Mittag mit der Meldung von Boris Johnson dann wieder stark nach unten zu gehen. Also aktuell ist es wirklich so, gibt es eher einen softeren Brexit, dann ist das pro Pfund, also das Pfund kann davon profitieren. Gibt es dann wieder Meldungen gegen einen softeren Brexit, also gegen einen harten Brexit, dann ist es entsprechend wieder das Negative für das Pfund. Andere Währungen können dann wieder zulegen, unter anderem auch der US-Dollar oder natürlich auch der Euro. Und es spiegelt auch so ein bisschen die Situation in der Regierung wider. Also so einen klaren Kurs ist da nicht erkennbar. Und das britische Pfund ist dann auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, schwang dann entsprechend wie ein Fähnchen im Wind hin und her. Allzu groß sind die Kursbewegungen jetzt heute nicht mehr. Das Ganze hat sich dann doch ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, diese Situation hin und her, das wird uns noch in den nächsten Wochen oder auch Monaten begleiten, das Thema. Sie werden es natürlich für uns im Auge behalten. Unterdessen werfen wir einen Blick in die Türkei. Dort kennt ja die türkische Lira eigentlich eher eine Richtung. Seit Monaten fallende Kurse sehen wir hier. Wie sieht es denn aktuell aus? Ja, wir hatten das Thema schon öfters besprochen. Türkische Lira ist natürlich ein Kandidat, der in der Vergangenheit sehr stark unter Druck gekommen ist. Auch gestern wieder, also am Wochenende wurde der Staatspräsident vereidigt und ist es ja offen gesagt worden, dass er auch einen stärkeren Einfluss auf die Notenbank haben möchte. Jetzt hat er gestern dann auch seinen Schwiegersohn zum Finanzminister ernannt. Das war natürlich alles andere als positiv für die Märkte, weil man diesen stärkeren Einfluss nicht unbedingt auf Investorenseite so würdigt, eher dann als Gefahr sieht. Und im Zuge dessen kam dann auch die Lira wieder unter Druck. Wenn man das Verhältnis Euro zur türkischen Lira sieht, dann sind wir jetzt aktuell fast wieder auf den Ständen von Mai. Also wir sehen hier, der Euro steigt, im Gegenzug fällt entsprechend die Lira. Und man muss natürlich auch sehen, dass wir, auch was die Inflation angeht, derzeit auf einem 14-Jahres-Hoch angelangt sind. Alles das auch nicht unbedingt förderlich für eine starke Lira. Und ich glaube, dass wir auch diese Tiefskurse oder in dem Fall für den Euro die Höchstkurse jetzt auch demnächst rausnehmen werden und dass es quasi weiter gegen Norden geht für den Euro und dann eben im Endeffekt gegen Süden für die türkische Lira. Also ich denke mal, fallende Kurse für die Lira sind auf jeden Fall mehr oder weniger vorprogrammiert für die Zukunft. Zum Schluss möchten wir noch auf Bitcoin und Co. zu sprechen kommen. Seit Wochen sehen wir ja keine großen Impulse mehr, weder beim Bitcoin noch bei anderen Kryptowährungen. Ist der Hype denn vorbei? Ja, vielleicht vorerst ist er vorbei. Also zumindest was die letzten Wochen angeht, ist eine deutliche Beruhigung entsprechend eingetreten. Ich denke, es liegt vor allem auch daran, dass halt die Regulierung sehr viel stärker ist, als das vielleicht noch im letzten Jahr der Fall war. Und die Notenbanken haben sehr angekündigt, dass man auch stärker drauf guckt. Auch die Regulierungsbehörden generell, die Aufsichten wollen sich stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Der Markt ist auch ein Stück weit vielleicht beherrschbarer geworden und vielleicht auch erwachsener. Man weiß es ja nicht, also das ist meine Mutmaßung. Und ich glaube aber auch, dass wir wieder höhere Kurse sehen können. Also aktuell, wie gesagt, der Markt kam deutlich nach unten. Wir bewegen uns jetzt auf tiefem Niveau. Die Kursbewegungen sind relativ gering. Auch zu dem Thema Regulierung vielleicht noch einen Satz. Es ist so, dass die chinesische Notenbank jetzt auch vor kurzem veröffentlicht hat, dass das Verbot
des Handels mit Kryptowährungen in Anführungszeichen erfolgreich war. Und die Asia Times, das ist eine Zeitung aus Hongkong, hat es auch noch mal ein Stück weit untermauert. Und zwar, weil sie festgestellt hat, dass mittlerweile nur noch 1% der weltweiten Umsätze an den Kryptowährungsbörsen in chinesische Yuan abgewickelt werden. Also das war in der Vergangenheit im letzten Jahr deutlich größer. Also das heißt, dieser große Markt kam mehr oder weniger zum Erliegen, was vielleicht auch einen Einfluss darauf hatte, dass jetzt derzeit auch der Kurs zum einen nach unten gekommen ist und zum anderen das derzeit sich auch kaum bewegt im Vergleich zu früher. Vielleicht wird es sich ja wieder ändern, dann schauen wir wieder drauf. Danke erstmal für den Moment, Frank Wiedemann. Danke auch. Ja, und schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, schöne Zeit, auf Wiedersehen.